Es gibt ja gewisse Motive in der klassischen Musik, die wir alle kennen. Und damit meine ich wirklich ausschließlich alle. Der eine oder andere denkt jetzt vielleicht, mit Klassik, da kenne ich mich nicht so aus. Moment, Beethoven, 5. Sinfonie. Mozart, G-Moll-Sinfonie. Sebastian Bach, Toccata. Wer hat es denn jetzt nicht erkannt? Wir spielen jetzt für euch einer dieser Kompositionen, die jeder von euch irgendwann schon mal gehört hat, von Peter Tschaikowski aus seinem wunderbaren Klavierkonzert, der erste Satz. Thank you.
Dankeschön. Was passiert eigentlich im Kopf eines Musikers, wenn er hier oben auf der Bühne steht? Oder genauer gesagt, was passiert in meinem Kopf? Damit ihr euch mal ein Bild davon machen könnt, was da oben passiert, habe ich mir etwas einfallen lassen. Als Musiker visualisierst du natürlich ein Stück weit die Noten. Und das wollte ich mit dem nächsten Stück einmal euch etwas veranschaulichen. Wir spielen jetzt für euch ein sehr virtuoses Stück, Furious. Dankeschön.